Schön, dass ihr alle da seid. Ich möchte noch zu Beginn mit uns beten. Danke, Jesus, dass du unter uns bist, Herr. Ich danke dir, Herr, dass du uns wieder einen neuen Tag geschenkt hast. Ja, Herr, öffne du einfach die Herzen, dass wir dein Reden heute hören können und dass wir das, was du uns heute sagen möchtest, dass wir es annehmen können, Herr. Amen. Schlag doch mal mit mir in Psalm 51, Vers 12 auf. Psalm 51, Vers 12. Schaffe mir, Gott, ein reines Herz und erneuere in meinem Inneren einen festen Geist. Schaffe mir, Gott, ein reines Herz und erneuere in meinem Inneren einen festen Geist. Ich habe mich in letzter Zeit gefragt, woran hängt mein Herz? Was gibt es in meinem Leben für Dinge, wo es mir schwerfällt, sie loszulassen? Welche Dinge gibt es, wo Gott mich vielleicht rausziehen möchte? Das Thema von meiner Predigt heute ist, lass einfach los. Ich habe an die Geschichte von Lot gedacht und seine Familie. Lot lebte mit seiner Familie gemeinsam in Sodom, in einer Stadt, die sehr gottlos war und die Gott auch zerstören wollte deswegen. Und als Abraham erfuhr, dass Gott diese Stadt zerstören wollte, flehte er Gott an, dass er doch bitte seinen Neffen Lot und dessen Familie verschonen sollte. Und Gott erhörte das Gebet und er schickte zwei Engel in die Stadt, um Lot mit seiner Familie zu retten. Diese Stelle möchte ich gerne mit euch zusammen lesen, und zwar in 1. Mose Kapitel 19, Vers 15. 1. Mose Kapitel 19, Vers 15. Und so wie die Morgenröte aufging, da drangen die Engel in Lot und sprachen: Mach dich auf, nimm deine Frau und deine beiden Töchter, die vorhanden sind, damit du nicht weggerafft wirst in der Ungerechtigkeit der Stadt. Und als er zögerte, ergriffen die Männer seine Hand und die Hand seiner Frau und die Hand seiner beiden Töchter, weil der Herr sich seiner erbarmte. Und sie führten ihn hinaus und ließen ihn außerhalb der Stadt. Bis hierher. Ich finde es sehr interessant, dass wir sehen, dass Gott so viel Erbarmen hat mit Lot und seiner Familie. Und zugleich sehen wir auch in Vers 16, wie Lot zögerte, die Stadt zu verlassen. Er zögerte sogar so sehr, dass die Engel ihn und seine Familie mit Händen aus der Stadt rauszerren mussten, mit Gewalt. Und das ist eigentlich ziemlich krass, wenn man sich vorstellt, dass gerade ihr Leben bewahrt wurde durch die Engel, die kamen. Und ich habe mich gefragt, warum zögerte Lot? Warum zögert er? Und ich glaube, ein wichtiger Grund ist, er hatte ein großes Ansehen in dieser Stadt. Er war Richter, er hatte eine hohe Stellung, er war eine anerkannte Persönlichkeit. Und ich glaube, auch in unserem Leben gibt es oft Momente, wo wir einfach merken, es fällt uns schwer, Gottes Weg zu gehen, wenn wir dafür unser Ansehen vielleicht aufs Spiel setzen müssen. Vielleicht gibt es auch bei euch Situationen, die ihr kennt, wo es schwierig ist, wo wir Angst haben, unser Ansehen oder unsere Anerkennung vor den anderen zu verlieren. Zum Beispiel, vielleicht gibt es in deiner Arbeit eine Arbeitsgruppe, in der du Teil bist, wo immer wieder über andere gelästert wird, wo immer wieder über den Chef geredet wird, schlecht, wo du immer wieder merkst, du musst eigentlich eine andere Position einnehmen, aber vielleicht traust du dich nicht, weil du das Ansehen nicht verlieren willst, das du vor den anderen Leuten hast. Vielleicht hast du auch Angst, dein Ansehen zu verlieren, weil irgendjemand eine Aufgabe von dir verlangt, die du mit deinem Glauben nicht vereinbaren kannst. Vielleicht möchtest du nicht lügen für deinen Chef, vielleicht möchtest du bestimmte Dinge einfach nicht tun, aber du hast Angst, dein Ansehen zu verlieren. Vielleicht hast du auch Angst, eine Freundschaft aufzugeben, obwohl du eigentlich merkst, dass diese Freundschaft dich mehr und mehr von Gott wegzieht. Wo gibt es bei dir in deinem Leben Bereiche, wo du merkst, es ist schwer, dieses Ansehen aufzugeben? Ich glaube, ein anderer Grund, warum Lot gezögert hat, die Stadt zu verlassen, ist Bequemlichkeit. Lot hatte einfach keine Lust auf Veränderung. Ich glaube, es gibt in unserem Leben viele Bereiche, wo Bequemlichkeiten sich einschleichen, die uns manchmal daran hindern, den Weg, den Gott für uns vorgesehen hat, einzuschlagen. Ich glaube, es gibt auch verschiedene Arten von Bequemlichkeiten. Einerseits gibt es Bequemlichkeiten, die sich auf unser äußeres Wohl beziehen, zum Beispiel Essen, Schlaf, ein Massagesessel, Wellness.
Und ich habe aber eher an andere Bequemlichkeiten gedacht. Zum Beispiel, also das waren Dinge, die mir eingefallen sind, dir fallen vielleicht andere Sachen ein. Was ist mit Bequemlichkeiten in unseren Gedankenstrukturen? Es gibt Gedankenstrukturen, die es uns bequemer machen. Ich möchte ein paar Beispiele nennen. Es ist bequemer, seinen eigenen Frust an anderen rauszulassen. Es ist bequemer, seine schlechte Laune an anderen rauszulassen, anstatt sich von Gott verändern zu lassen. Es ist bequemer, in Selbstmitleid zu versinken, anstatt mutig voranzugehen und die Vergangenheit abzuschließen und hinter sich zu lassen. Es ist bequemer, anderen die Schuld für das eigene Versagen zu geben, anstatt selber die Verantwortung für das Handeln zu übernehmen und auch hier mit Gott Schritte vorwärts zu gehen. Das sind einfach Punkte, die mir in den Kopf gekommen sind und ich denke, Gott wird euch auch Dinge zeigen oder Bequemlichkeiten zeigen, wo er sagt, okay, hier will ich dich rausholen. Lass das los. Wo sind Bequemlichkeiten? Woran hängt dein Herz? Ich glaube, ein dritter Punkt ist, warum es Lot schwer fiel, Sodom zu verlassen, dass er einfach Angst hatte vor dem Unbekannten. Er wusste nicht, was kommen würde. Ich kann das gut nachvollziehen. Es ist schwer, etwas, was einem vertraut ist, loszulassen und dann darauf zu vertrauen, dass das, was Gott für uns hat, besser ist als das, was ich schon kenne. Obwohl wir sehen, dass Lot mit seiner Familie die einzige Familie war, die gottesfürchtig war, die an den Gott Israels glaubte. Trotzdem hing er an dieser Stadt. Trotzdem gab es Dinge, wo sein Herz einfach dran hingen und wo es ihm schwer fiel, loszulassen. Und ich meine, was wird passieren, wenn du in der Arbeit eine andere Position einnehmen wirst als die anderen, wenn die anderen wieder lästern? Was wird passieren, wenn ich die Verantwortung für mein Handeln selbst übernehme? Was wird passieren? Ich kann es gut nachvollziehen, dass Lot Angst hatte. Ja, meine Frage an dich heute ist, woran hängt dein Herz? Welche Aspekte darf Gott in deinem Leben noch nicht verändern, weil du noch zu sehr daran hängst und lieber bequem bleiben möchtest? Welches Sodom solltest du noch verlassen? Ich möchte noch abschließend nochmal den Psalm 51, Vers 12 anschauen. Schaffe mir Gott ein reines Herz und erneuere in meinem Inneren einen festen Geist. Einen festen Geist zu haben bedeutet auch mutig zu sein, einen anderen Weg einzuschlagen als andere. Es bedeutet, dass wir eine enge Beziehung mit Gott haben, die auch dazu führt, dass wir ihm mehr und mehr vertrauen können. Dass wir vertrauen können, dass er wirklich einen besseren Plan für uns hat als das, was wir loslassen sollten. Und ich möchte dich ermutigen, heute loszulassen und Gott zu vertrauen. Ich möchte zum Abschluss noch mit uns beten. Ja, Herr, du siehst, Herr, die vielen Dinge, die jedem von uns jetzt vielleicht auch eingefallen sind, die jedem von uns in den Kopf gekommen sind. Du siehst die Dinge, wo unser Herz hängt und wo du aber sagst, ich will dich da rausholen. Ich habe was Besseres für dich, Herr. Und ich bete, dass du uns einfach die Augen öffnest, Herr, für das, was du für uns bereithältst, Herr. Und ich bete, dass du zu jedem Einzelnen jetzt sprichst, dass du in jedem Einzelnen Veränderungen bewirkst, Herr. Und ja, Herr, offenbar du einfach, Herr, auch deine Liebe zu uns, Herr, dass wir in der Beziehung zu dir wachsen, dass wir mehr und mehr Vertrauen zu dir aufbauen können, Herr, dass wir keine Angst mehr haben müssen, Herr, vor dem, was kommt, weil wir einfach dann wissen, du hast das Gute für uns, du hast was Besseres für uns, Herr, und wir dürfen dir vertrauen, Herr, und dafür danke ich dir. Amen.